Auf Neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Quest Treasures. Im letzten Part haben wir wieder ein bisschen Krams gemacht und unter anderem haben wir jetzt ein komplett neues Team. Ansonsten haben wir uns größtenteils ein bisschen umgeguckt und so ein Zeug. Ja, wir haben jetzt wieder einen zum Springen und einen zum Fliegen dabei. Und wir haben uns dazu entschieden, im Schwingenmoor zwei Schatzdinger zu machen. Und da ist halt eh die beste Chance. Das Wohnheim. Ja, das Wohnheim war unter anderem. Aber das war ja. Die Items hatten wir ja alle schon, also war nicht der Rede wert. Ja, Dance. Mal gucken, was Feuri und ich habe seinen Namen vergessen können. Fliegen Sandman. Und hüpfen, haha. Ich meine. Sandman. Das sind der Sandman. Bei Feuri, die Ulti kennen wir auch noch nicht. Nee. Ich glaube, wir hatten irgendwie mal so ein Eisvieh ganz kurz dabei, aber wirklich nur ganz kurz. Noch nicht eingesetzt. Gut. Also das Gelbe ist es, ja? Okay. Ja. Jetzt soll die Katze passen. Kannst du Feuerie benutzen, um da runter zu springen, wenn du mit ihm fliegst, eigentlich? Oder stürzt du dann ab? Stimmt, wir können nur einfach. So. Stimmt. Wir halten natürlich weiter aus schon nach den Ballons, weil wir müssen als nächstes 25 platzen lassen. Das ist die Frage, fängt es jetzt wieder bei 0 an? Nee, ich denke mal. Das ist halt von 10 bis 25, also 15. Da hinten ist einer. Das sehe ich doch. Alter, wie weit man das einfach sehen kann. Ja, nicht wie bei Pokémon, dass das erst 2 Meter vor einem aufploppt. Das schätzt mir jetzt egal, ich lasse ihn jetzt. Oder wenn es direkt hier ist, dann doch. Da sind so ein paar böse Buben. Ja. Neben dem. Alter, was hat der denn für eine Sicht? Resting. Zwischen zwei Bäumen von der Insel. Wo ist denn hier das Wasser? Hier. Ja, da muss es sein. Irgendwo dazwischen, oder? Oh. Wir sollten aber schnell weiter. Der eine schläft. Alter, what a find. Wenn unsere Viecher nicht mal gleich angreifen würden, so, wo war denn der Ballon jetzt? Irgendwo da drin bei dem Wurzeldings. Irgendwo hier hinten. Level 37 Gigant. Da hinten noch ein Ballon vorne. Oder das Feuer? Na, da ganz hinten, da in dem Ring drin, beim Ring ist da nicht was davor? Oder ist das nur Licht? Vielleicht sind da sogar zwei. Im Baum könnte auch noch einer sein. Erstmal den, da kannst du von dir treffen. 101, wir haben ja welche gekauft. Ah, da sind Gegner dran. Ja, wo keine krassen Gegner. Die Drakina von damals. Davon noch zwei. Einer ist da auf jeden Fall noch. Einer, da ganz oben ist noch einer, oder? Sieht, könnte. Was sind jetzt los? Und die so schnell findet. Was vielleicht hat man nie so krass geschaut. Ja, wir müssen nach da oben. Du musst von der Klippe da oben wahrscheinlich. Wahrscheinlich musst du auf die Klippe hoch. Ja, in die Richtung gehen wir auch gleich, aber erstmal, wie gesagt, sonst kriegst du den nicht, den Ballon. Hallo? Ah, da ist auch irgendein Vorsprung. Ja. Ist der da oder ist das? Hier, oder? Da unten. Ja, da unten. Genau. Give me the shit. Geht's aber wieder ab mit den Schätzen. Ja. Solange wir nicht wieder welche verlieren. Ja, mal gucken, wir haben ja die Schwache dabei. Das ist mir sowas im Wurst. Wir haben so viele. Ja. Alter, ein Armband. Ist halt so oft bei so Items. So, ja, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So oft bei so Items, dass du einfach viel zu lange aufhebst und dann gefühlt nie einsetzt. Ja, das ist so wie die krassesten Heil-Items, wo man sagt, Top-Leber oder so. Ja, von hier müsstest du es treffen können.
So, und jetzt, nee, das ist... Da ganz hinten nochmal. Ist das da? Doch, da oben. Ja, nee, du bist nicht Lusop. Nicht ganz. Aber doch, das ist definitiv einer. Und hier ist noch ein Bahnhof. Also von daher passt das eigentlich auch ganz gut. Hat man den anderen eigentlich aktiviert? Einen anderen haben wir hier. Es gibt ja nur zwei. Oder? Ich Weiß ich nicht. glaube, es waren immer zwei andere. Okay. Ja, wir können ja kurz Hallo sagen zum Bahnhofsvorsteher, vielleicht haben wir es ja schon. Möglich. Wir schauen mal. Und die beiden Schatzkarten müssten ja eh hier sein. Wir können ja beide hier zu dem Gebiet. Oder Qualitätssalz. Qualitätssalz. Oha, sehr Oh, gut. Finsterlinge. Oh. Waren die nicht im Wintergebiet oder so? Kannst du nachgucken? Also nicht direkt, aber du kannst natürlich nachgucken. Oh, erst mal Hey, die sagen, wo gibt's die doch hier sind. auch. Wir gucken noch mal. Ich glaube, die Items gibt's immer auch in dem Gebiet, wo du sie brauchst. Nein, das wollte ich nicht. Du machst es halt immer aus Versehen. So, Gegenstände, Ja, Material. Materialien und Da ist ja, er. bringen mal. Aha, gibt's ja also. Ja, werden wir mal ausschalten nach Pilzchen und sie sammeln. Deswegen sage ich ja immer sammeln, auch wenn wir das im Moment nicht brauchen. Es kann natürlich sein, dass es immer später was ist. Naja, wird sich schon finden auf kurz Können wir oder jetzt lang. erstmal da zu dem Schatzding Ja, gehen? ja. Der ist ja da hinten. Ist ja Alle gehen gar jetzt nicht ab, es so ist noch weit nicht weg. Silvester. Ballon. Wo war der jetzt? Ja, direkt unter dir. Zwei Augen sehen halt deutlich mehr als einen. Also vier als zwei in dem Fall eher. Jan, hast du mir was verschwiegen? Wir sind beide Zyklopen, wusstest du das nicht? Ne, ich habe drei Augen. Gleich ist es von mir wieder aus. Ja, ich bin Tenshinhan. Ganz Oder ich schön bin Kuli. Schande, meinst du? Ten Schande. Denn schön Schande. Also. Oh, Okay. irgendwo drauf. Du bist wahrscheinlich genau über dir, links von dir. Ah, könnte Meinst du auch hier da? am Ich dachte Rand er auf du. sein. Nee, nee, nee. Das ist schon da über dir, glaube ich. Okidoki, zack. Ich Gierig. glaube, da ist kein Platz. Als ob. Die sagen WTF. Ja, muss es nur können. Da hinten sind Pilze. Ja, sammeln wir Also es gleich. könnte sogar passen, weil hier auch Wasser ist. Mal gucken. Ja, wie gesagt, der Random-Faktor ist halt immer da. Tüt. Unsere Katze macht gerade Beyblade-Action. Ja, macht sie doch gerne. Alter! Ich glaube, das ist ein großer Boss, der hat drei Augen. Wo wir gerade drüber geredet hatten. Der ist grün, soweit ich weiß. Erstmal Level Up für Feuri, klar. Okay. Oha. Winsterlinge 2. Was ist jetzt Das nochmal? haben wir's. 6. Ja. Ja, dann. Oh, was Direkt ein zurück. Bahnhof. Oh nö. Och nö. Wir können auch gleich direkt die Schätze zurückbringen. Habe ich nichts gegen. Und dann wieder direkt zurück mit dem Bahnhof hier. Dann können wir einfach hier weitermachen. Ja, machen wir. Licht an. Als ob man das Schwein von so weit hinten aussieht. Das Ja, waren die Mario, steigen. einzigen beiden von hier, sagst du. Ich dachte. Wenn das so ist, würde ich sogar erstmal ganz kurz mit dem Hauptbahnhof hier nochmal fahren und mal mit dem Typen reden wollen. Komm mal, Mann. Und dann bringen wir die Schätze weg. Sind da immer zwei, oder habe ich mich jetzt Das vertan? waren doch auch teilweise. Nee, hier sind es aber drei. Und da tragen wir sind es zwei. Was? Ne, sind die aktiven. Ja, das ist der normale Bahnhof schon. Jetzt sind die aktiven nur, okay. So, dann mal gucken. Warum lädt das denn jetzt auch so krass? Naja. Hast du schon mal diesen Forb Row Eistee gesehen?
Ja, ich hatte da, glaube ich, schon mal eine Sorte getrunken von. Die machen jetzt, haben jetzt auch Chips gemacht, also machen, wie auch immer. Von normalen finde ich auf jeden Fall echt gut. Ich glaube, das ist ja ein Rapper oder so. Ja, ich wollte gerade sagen. Irgendwas ist es auf jeden Fall. Hallo? Drei Bahnhöfe. Oh, es gibt ja doch einen vierten, dritten. Okay. Aber, ja, gut. Guck mal, doch was schon vorher? Nee, ne? Nee, okay. Dann gehen wir jetzt zum Hauptding. Ich würde sagen, den Weg ersparen wir euch einfach. Wir machen gleich, wenn wir die Schätze haben. Ganz eisig. Wieder da. Ja, halte einfach ab. Gut, Schätzis. Was kriegen wir denn Schönes? Komm, gönn. Alter, wer bist du denn? Junge mit Schleimi. Kenne ich nicht. Statue des jungen Vincent. Die Statue eines Lausebengels, der seine große Schwester sehr lieb hatte. Der schleimt die Schwester? Rubinreif. Ich weiß nicht, ich hoffe nicht. Ein atemberaubendes Armband, reich verziert mit roten Rubinen. Das ist er! Ja, okay, ja. Das Gesicht da unten habe ich nicht mitgezählt. Er hat sogar fünf Augen. Das zählt doch nie. Und der ist aber grün. Statue von Psaro, dem Metzler. Die Statue eines mächtigen Monsters. Nicht Psaro, der Metzger. Ja, wir stellen es eh gleich aus, deswegen, ja. Alter. Oh, jetzt komm schon. Bitte will nicht wieder diese Kackstatue. Danke. Dann bringt es auch gleich ein gutes Stück mehr. Es gibt keine Kackstatue mehr. Ach, wir können ja noch eine ausstellen. Wir können vier hinstellen jetzt. Ach, shit, ja dann. Dann bleibt doch eine Kackstatue übrig. Also, kacke ist er ja nicht, aber. Eine, die nicht ikonisch ist. Ich will hier das Ikonische haben. Da ist er. Der ist wieder richtig krass. Dragon Quest. Hier. Kann ich? Nee, kann ich nicht. Das mittig haben, das passt besser. So. Das ist auch komisch, wie die dazu gepackt werden. Den Hintergrund. Kannst du die auch nach. Kannst du die sortieren nach Schönheitsgrad? Nach Wert. Na, Wert. Okay, nehmen wir Wert. Ach ja, Angelo. Oder ihm. Vincent. Ich mag Vincent so. Dragon Quest Spin-Offs. Mhm. Alter, ist so groß für dich. geil. Hübsch. Gefällt mir. Was willst du eigentlich schon wieder? Ach so, ja, neue Bewerber. Und wir können mal gucken, ob die Leute zurück sind. Alle Aqua. Schwitzbold. Namen sind immer Frirene. Noch Frirene. Alle die Namen. Bin's die. Ja, nicht mehr. Ja, aber jetzt gerade erstmal nicht. Ich mag Feuri mehr als Finsti. Jo. Hello there. It is your team's back. Bauzeit. Ja, sehr gut. Erfolg, Are you sure? Good luck. Da war 0%. Na gut. Oh, in 15 Minuten. Okay, erstmal war das, was wir eigentlich machen wollten. In Kragenweiten. Nein, wir machen jetzt erstmal das. Erstmal die Schatzkarten. Bei den Metallmonstern, beim letzten Mal hat man es auch versucht zu machen, da war er geflohen. Also, es ist halt immer so. Da sind die Rubinen, ja, die Viecher nicht so schlimm. Ja, genau, ich würde eher mich darum kümmern dann. Steinige Stiege. Wird die jetzt gemacht? Nee, wir hätten doch die. Hier oben. Ich weiß nicht. Nee. Kleine Gestiege war es. Vertraut, ich hab keine Ahnung. Ich hab das vorgelesen. Ja, Leute, könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, warum sag ich das mal beim Essen in der Mitte des Parts. Was eure Lieblingswelt ist. Das würde uns sehr interessieren. Wir waren ja uns recht einig. Und wo wir uns auch einig sind, ist, dass wir zu wenig Abos haben für die Zuschauer. Abonniert gerne. Ich glaube, unsere Abozahl ist immer noch bei 90%, die nicht abonniert haben, die Videos schauen. Ja. Das ist halt immer noch sehr viel. Deswegen macht das gerne.
Daumen hoch, Daumen runter, je nachdem, wie es euch gefällt. Auch gern, wie gesagt, konstruktive Kritik kommt ja auch manchmal. Und um das noch besser zu äußern und auch Teil der Community mehr und mehr zu werden, haben wir auch einen Discord, den ihr joinen könnt. In der Beschreibung ist der Link. Ja, Zelda hat er nicht dabei, aber der Link, das müsste was reichen. Ui. Ja, alles mitnehmen, was da ist. Vor allem die Truhe. Plumpsbombe. Eine Schleuderkugel, Schwerkraft schon. Einfach nur noch alles abkürzen. Da müsste ich mal gucken. Wenn es dasselbe ist, dann. Kannst du mal kurz ins Menü gehen, ob du hier die Schatzliste siehst, wie viele da noch so fehlen? Oh, ein Kleid. Und auch wegen dem Firlefanz. Mich würde es einfach mal interessieren, wie viel wir davon haben. Das müsste ja auch bei Logbuch sein, oder? Nee, da ist das nicht. Oh. Gegenstände? Auch nicht. Ja gut, dann... Ah, da Schatzliste. Ja gut, 100 Millionen dauert noch ein bisschen. Da steht halt... Ach, da steht... Blablabla von Fragezeichen. Was soll das denn? Man weiß es nicht, muss halt... Vor allem, wie ausgeglichen das einfach ist mit Firlefanz und Schätzen. Und Repliken haben wir noch gar nicht. Ein Replik. Das erinnert mich so ein bisschen an Animal Crossing und an Rainer. Mit seinen fälschten Kunstwerken. Ja, ich bin mal noch mindestens 770. Ach du lieber Gott. Ja, kriegen wir hin. Weiß er nicht. Ja, doch, doch. Aber sind das jetzt nur die Schätze gewesen oder auch der Firlefanz mit zusammen? Ja, schon, glaube ich, nur die Schätze. Die Frage ist, wenn wir angegriffen werden, verlieren wir automatisch die Schätze oder auch kann es sein, dass wir die anderen verlieren? Dann würde ich nämlich die Grauen auch sammeln, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass es dann nicht der Schatz ist, der auch verloren geht. Alte Runen wurden als Monument eingemeißelt. Wir können es aber nicht lesen. Ah, das muss eines der Monumente sein, von denen Prinz einer Mono. Prinz. Oh Gott, Prinzessin einer Mono uns erzählt hat. Und zu deinem Glück kann ich sogar lesen. Ja, auch was da drauf steht. So betrüblich es auch sein mag, Draconien ist die letzte Ruhestätte der goldenen Drache Matra und Patra. Hast du nicht mal gelesen? Weiß es nicht. Ich hab grad ein Déjà-vu. I just been at this place before. Pass auf! Oh Gott. Schokopalapu. Einfach da auf der Spitze ist es. Verrückt. Einfach verrückt. Und noch ein Ballon ist hier. Natürlich, die dürfen nicht fehlen. Das Ding ist, Ballons stehen da gar nicht. Also wenn wir den abschießen, steht da nicht so und so viel von 100. Von 100. Ich hoffe, es gibt keine 100. Könnte ich mir aber theoretisch sogar vorstellen. Vielleicht nur 50. Ich hoffe, 50. Weil so viele können wir doch nicht übersehen haben. Wir waren schon, also wir haben doch schon bei jedem Gebiet mindestens... Na, ich weiß nicht. Was soll das denn sein? Mindestens ein paar. Ja, mindestens ein paar. Oha. Hä? Noch ein Ballon? War da ein Ballon? Och, nö. Ach, das sind die Schatzverliese. Wo war noch ein Ballon? Hä, war das nicht direkt da drüber oder war das einfach dieses Ausrufezeichen in Gelb, was ich da gesehen habe? Wahrscheinlich das Ausrufezeichen dann. Ach, das war da geflogen. Ja, ab geht's rein. Auf geht's, ab geht's. So kriegen wir auch Schätze. Ist schon wieder ein Gigant. Bitte nicht. Ist dir das auch aufgefallen, dass die Bäume bei Chips und so die Packungen immer kleiner werden? Natürlich. Aber der Preis steigt. Zum Beispiel, ich glaube, bei Pringles, bei den normalen Dosen, waren mal 200 Gramm drin. Mittlerweile sind es nur noch 180 oder 185. Das ist ein Skandal, oder? Ja. Alter, die giftige Hand sieht... So. Sieht ein bisschen aus wie Schleimock. Slimer. Ja. Wenn er seine Hand verliert. Alter. Ach, jetzt weiß ich, wie der heißt. Golemina. Schleimhandmedaille. Schlamm. Nicht Schleim. Ah. Ist ähnlich. Oha. Ein Goldgolem. War das nicht der eine Boss am Ende? Nee, oder nee, war das ein Goldgolem oder war das ein Goldgigant? Das war ein Goldgigant, glaube ich. Alter, gebändigt!
Ist ja auch das Gold. Können wir unser Standard-Dings austauschen? Oder wir machen uns einfach ein Gold-Team. Bräuchten wir noch ein Goldkätzchen. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Bei den Golems gibt es das halt, weil es gibt ja auch Sinn, aber. Es gibt nicht jeden Gegnertypus mit gegen jeden Gegner. Also dunkle Katzen gibt es, aber es gibt ja keinen dunklen Golem. Und andersrum auch. Oha! Ja gut, ich glaube, wir brauchen hier gar keine Heilung oder so. Easy peasy hier. Was ist mit ihm los? Hat er einfach noch 10 KP Gefühl. Giftige Hand auch. Oha. Mann, ich wollte doch mal eine Ulti mal machen. Kannst du doch. Nee, kann ich noch nicht. Ja, dann im nächsten. Wir haben hier gleich noch ein Top-Portal. Alter, der Henker. Was zum Henker? Schwerkraft, obwohl Schwerkraft ist wahrscheinlich bei vielen. Alter. Alter, wie viel das abzieht? Was? Und dann Mizi? Mizi! Dann Mizi, willst du Mizi, ey! Nein, die Heilung ist daneben. Du musst nur scrollen. Links. Links. Ja. Mizi, schnell! Mehr! Mizi! Wie konnte das so passieren? Man weiß es nicht, aber ist auch egal, weil... Als ob du es jetzt doch noch einsetzt. Los! Göttlicher Odem. Sehr gut. Du hast den Henker besiegt. Alter, Gold sogar. Alter, ein Schwert. I guess we're done here. Ja, wir sind dann hier. Raus hier und zum nächsten. Sehr gut. Bin mal gespannt, ob der nächste mehr drauf hat. Ja, mal gucken. Ja, ist die Frage, wo war der? Aber du kannst es ja aussuchen. Schatzkarte. Ich hoffe nicht so weit. Geht. Fly high over the sky. Das ist wieder in Richtung anderer Bahnhof. Obwohl der eigentlich doch weiter ist, als es aussieht. Von der Zahl her. Ja, das stimmt. Aber ich denke bei Pokémon manchmal auch, warum ist der Schutz jetzt schon alle? Ja. Aber das war so eine gute Neuerung bei Pokémon Schwarz und Weiß 2, dass man immer sagen kann, ich will 9 einsetzen. Das auf jeden Fall. Es ist so nervig gewesen. Immer wieder Schutz, Schutz, Schutz. Und dann entwickeln die noch sowas wie Honig, was eigentlich genau das Gegenteil macht. Oder Lockduft. Ja, zum weiß nicht, ob das für Shiny Hunden vielleicht gut ist oder so. Ja, gut. Looks pretty valuable. Du den? Ja, im Normalfall würde man das eher nicht so benutzen. Vor allem die Flügelchen von denen sehen so aus, als würden die gleich abfallen. Ja. Waren wir da unten schon mal drin? Nein. Alter, Hellmach... Was? Hellwachmacher. Wachmacher. Ja, gibt kein Zurück mehr. Bla bla bla. Kennen wir doch. Die wollen uns nur eins Angst einjagen. Das ist eine andere Musik. Ist jetzt gut ist, man weiß es nicht. Oder ist mir das am Ende beim letzten Mal einfach nicht aufgefallen? Na, es geht nur. Waren das beim letzten Mal auch die gleich? Ich glaube, Drakina war nicht dabei, oder? Wir sollten uns auf jeden Fall regelmäßig Kugeln machen, weil die machen halt echt schon guten Schaden. Je nachdem, was du für welche hast. Mal naja. Kiesel halt jetzt nicht so. Ja, Kiesel nicht, aber wir können ja alles herstellen. Wir haben ja genug Geld und Material eigentlich.
Material halt eher nicht, Geld. Wir können gucken, was wir kaufen können und davon mal eine große Menge holen. Auf jeden Fall. Gab's da eigentlich eine Begrenzung? Nee, ich glaub nicht. Dass im Laden nur 50 Stück oder so sind? Ich glaub nicht, nee. Oha! Und ein Mizium-Kohle-Miner. Nein. Ja gut, gleich würde ich schon mal kurz heilen nach dem Kampf. Einfach nur zur Sicherheit. A la Feuri. Ja, Feuri muss ja nicht heilen. Geschafft. Haben wir noch viel Heilung? Na, es geht. Muss reichen. Und da geht's. Ach du schon wieder. Oh Gott. Katzen mögen doch kein Wasser. Oh, oh. Ja. Oh, heil dich. Aber heißt das, dass das sehr effektiv ist, wenn das so gelb ist? Das ist effektiv, aber... Heil dich bitte! Ich glaube, wenn du tot bist, ist alles Ende. Dann ist auch egal, ob die anderen leben. Ach, guck mal, die haben es auch gemacht. Nur Golem. Mina Boreins. Krass, wie der geboostet ist, der Golem jetzt schon. Ja. Da kannst du halt auch mehr einen von diesen Kugeln einsetzen, weil du hast ja auch welche zum Boosten und so. Ja. Müsste man eigentlich auch mal machen. Alter, Slime-König. Boah. Ja. Was soll das? Was ist oh wohl nein. Dieses Schleimgut? Ich weiß es Blitz? Gar nicht. Blitz ist es nicht. Plumps? Plumps. Aber gibt's gut, dass wir davon alle so viele haben. Ja, benutzt die anderen. Dunkel. Dunkelheit. Dunkel ist auch gut. Hirsch? Eis. Hey. Gut. Feuer? Feuer auch nicht. Das ist nicht wie bei Smiley, der da explodiert. Gibt's nicht. Weiß es ja nicht. Er ist ja fast tot. Wird tot sein. Ja, die Bodenbombe. Na, nicht ganz. Aber unser Team ist gut aufgestellt. Ja. Oha. Enthauptet. Entkrönt. Kront. Ja. Was auch immer. Oh, leider 10 Sekunden. Alter, der Schatz sieht aus wie Smogon. Gala Smogmog. Ja. Oh Mann, ey. Schon ein bisschen. Also wenn wir jetzt zu weit weg sind von einem Bahnhof, würde ich auch einen Chimärenflügel einsetzen. Chimärenflügel. Chimären. Chimären. King Kong. Da vorne steinige Stiege ist nicht weit weg. Hä, warum steht da, begib dich zum Bahnhof? Warum ist da eine Quest? Man weiß Versteh es ich nicht. Ist das die richtige Richtung, ja? Man sieht ihn halt absolut nicht von hier. Oh ja, da komplett oben, ja, dass wir halt ganz unten sind. Tschüss. Ich frage mich, ob am Ende wirklich noch krassere Monster kommen, wo die man wirklich mehr tragen können, oder ob 3 das Maximum ist. Ich sag 3 ist das Maximum. Alter, ein nicht abgeholter Beutel. Ein Paket, das ein Händler von einem alten Mann bekam,
eine Stadt in den Ebenen östlich von Allweiler bauen wollte. Leider kehrte der Händler nie zurück. Alter, was? Bart gekochtes Ei? Bei dieser regionalen Spezialität handelt es sich um ein Ei, was das im Wasser der heißen Quelle von Kohl weich gekocht wurde. Oha. Wollen wir das nicht mitnehmen? Sirenenschwert. Eine bezaubernde Klinge, die selbst den bodenständigsten Zeitgenossen den Kopf zu vernebeln vermag. Grabstein eines Kriegers. Ein Grab mit der folgenden Inschrift: Du stehst hier, doch Siegfried ist tot. Er rettete Jungbrunn aus Großtern. Alter, Jungbrunn! Ich kenn Jungbrunn. Da musst du gleich mal drauf gucken, als welchen Spiel das ist. Gasflasche, nicht Gastflasche, ja. Diese verstärkte Flasche enthält ein Gas, das leichter als Luft ist. Also Helium. Jetzt will ich nochmal wissen, was ich nicht. Alter, über 80 Millionen. Einer von 80 Millionen. Ist das Schatz gewesen? Schwierig. Nein, nicht die Flasche. Warum nicht? Ich wollte das andere wissen. Ach, das andere war Firlefanz. Die musst du auch nochmal sortieren, den Firlefanz. Dragon Quest 4. Dann kenne ich Jungbrunn doch nicht. Naja, das war's aber mit der Folge von Let's Play Dragon Quest Treasures. Muss ja nicht sein. Kann den Ort ja auch in mehreren Spielen geben, oder nicht? Ja, aber ich habe gedacht, ich hätte damit was verbunden. Habe ich aber nicht. Aber was ihr machen sollt, ist den nächsten Part wieder einschalten. Alter, was macht sie da oben? Also nicht verpassen und Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.